So schön, dass du da bist. Willkommen auf Maui, auf Hawaii. Wir sind jetzt gerade hier, um unter anderem meinen neuen Online-Kurs Heartwide Open zu drehen. Ein wunderschöner Online-Kurs, wo es darum geht, eine erfüllte Beziehung zu erschaffen und vor allen Dingen auch wieder in die Liebe zu sich selbst zu kommen. Wir sind hier am Set quasi und werden hier jetzt den Kurs drehen und wir haben so viele tolle Sachen geplant, hier zusammen auf Maui. Und natürlich werden wir euch ein bisschen mitnehmen, sozusagen behind the scenes. Wir sind jetzt hier gerade beim I Am Magazin Shooting im wunderschönen Yarra Valley. Ihr seht hier hinter mir. Und wir haben hier jetzt gerade schon ein bisschen geshootet, fahren jetzt weiter zu ein paar anderen Locations, machen heute ganz, ganz viele Fotos und das ganze Team ist dabei und ja, es wird, glaube ich, wunderschön. So, wir haben jetzt heute einen kleinen Roadtrip hier zusammen mit dem Team und sind bei der Road to Hana. Das ist eine wunderschöne Straße, die hier durch den Urwald geht auf Maui, wo es auch ganz, ganz viele Wasserfälle gibt. Und da ist ein kleiner Wasserfall und da gehen wir jetzt eine Runde zusammen drin schwimmen und dann fahren wir weiter. Richtig krass durchgezogen, ey. Geil! Ja! Danke euch! Voll gut! So, wir sind jetzt gerade durch. Wir haben das letzte Video im Kasten von Heartwide Open und es ist so ein schönes Gefühl. Ich bin ganz erfüllt und dankbar und wir haben echt so durchgezogen, ehrlich gesagt, in den letzten Tagen diesen Kurs hier zu drehen und es waren so viele schöne Erkenntnisse auch für mich selber dabei und ich freue mich jetzt richtig, richtig doll, den Kurs raus in die Welt zu geben und hoffe, dass er dazu beiträgt, dass ganz, ganz viele Menschen eine erfüllte Beziehung in ihrem Leben erschaffen können. Du gehst so, also das setzt du seitlich, und dann kannst du das Bein viel leichter nach vorne ziehen. Ja. Weißt du? Weil sonst, wenn du so aufstehst, ist es halt viel schwieriger so. Ja. Und so kannst du dann so, weißt du, ein bisschen auf Effekt und ziehst es dann so nach vorne und stehst dann halt direkt auf. Gerade Sonntagmorgen, es ist noch relativ früh, wir waren gerade schon auf dem Wasser und es ist heute einfach so perfekt, es ist die perfekte Welle und ich glaube, heute war wirklich der Tag, wo ich die meisten Wellen bisher hatte, also wirklich, es war einfach so schön und dazwischen sind Schildkröten um uns herum geschwommen und ja, ich bin ganz dankbar und beseelt, heute so in den Tag gestartet zu sein. Jetzt geht's nach Hause zu den Kids. So, wir sind jetzt am letzten Tag angekommen hier von unserer Reise und von diesem Vlog. Ich hoffe, ihr habt es genossen und habt ein bisschen auch das Hawaii-Aloha-Feeling bekommen und dass ganz viel Sonne und Liebe zu euch rüberschwappt. Und schreibt mir so, so gerne in die Kommentare, was war eine Reise in deinem Leben, die etwas in dir verändert hat? Was war eine Erkenntnis, die du vielleicht auf einer deiner Reisen bekommen hast? Und lass uns hier super gerne unten in den Kommentaren austauschen und ja, wer weiß, wohin meine nächste Reise geht. Ich nehme euch dann auf jeden Fall gerne wieder mit und danke für deine Zeit. Danke, dass du hier bist und rock on und namaste, deine Laura.